So, herzlich willkommen zum dritten Vortrag von dieser Session. Wir bleiben beim Thema Kartografie. Wir wechseln jetzt aber in die dritte Dimension. Matthias Gröbe von der Technischen Universität Dresden wird uns jetzt vorstellen, wie man mit Höhendaten Kartendarstellungen erstellen kann. Bitte. Dankeschön. Ja, es ist so ein bisschen als Fortsetzung vom letzten Jahr. Letztes Jahr hatte ich über kartografische Reliefdarstellungen mit Hilfe von Schummerung, also in der Schattendarstellung gesprochen. Ich dachte, naja, das andere, was gehört dazu noch, die Höhenlinien, da hast du doch auch mal was gemacht. Ich will erstmal einen kurzen allgemeinen Einstieg geben. Ich meine, ich habe Kartografie studiert, also ich soll es wissen, aber wir haben auch Wissenslücken. Gerade ist das dann immer spannend zu hören, was Christoph da erzählt hat, quasi über die Auswahlkriterien. Insofern, ja, wenn es um kartografische Reliefdarstellung geht, sind die Schweizer mal vorne an. Ich habe da mal aus deren Webkarte rausgesucht, das Matterhorn, weil es so ein schönes Beispiel ist. Da sieht man halt alles, was zusammenkommt, wenn es darum geht, Relief in der Karte darzustellen. Es ist halt nämlich nicht ein was, wie man das macht. Es gibt verschiedene Machen. Es gibt die Schummerung, die quasi so ein Schattenplastik ist, wo man sieht, okay, eine simulierte Beleuchtung, die sehr einleuchtend ist. Es gibt einzelne Signaturen wie Höhenpunkte, Tiefenpunkte, sieht man ganz gut. Das Matterhorn steht dran, wie hoch es ist. Es gibt Felsen, die dargestellt werden, es gibt Pässe, es gibt die Höhenlinien. Ich erkläre gleich, was das ist. Anderer Fall, jetzt hier nicht zu sehen, gibt es noch die Höhenschichten, wenn man das einfach dann zusammenfasst bei großen Übersichtskarten. Ja, die Höhenlinie, fachsprachig Isohypse, Höhenschichtlinie sagt eigentlich niemand dazu, verbindet Punkte gleicher Höhe in einer Karte. Wie sieht das jetzt aus? Ich finde dieses Schnittbild, was ich da bei Wikipedia gefunden habe, erklärt das ganz schön. Wenn man das so in Schichten aufteilt und dann quasi die Linien stapelt, entsteht da so eine, naja, Grundrissdarstellung von Reliefform. Vorteil davon ist, die Höhe ist daraus ablesbar. Also wenn man jetzt sagt, so eine Stufe sind 10 Meter, kann man sich auszählen, okay, das ist eine wirklich quantitative Darstellung, keine qualitative Darstellung, nur wie hoch ist es da. Man kann auch gewisse andere Formen daraus ablesen, je nachdem, wie geschult man ist dafür, diese Höhenlinien zu lesen. Es kann halt noch unterstützt werden durch verschiedene Elemente, halt wie einzelne Signaturen, die einzelne Reliefformen darstellen. Anwendung finden jetzt die Höhenlinien im Maßstab 1 zu 1 Million und größer, ist verkehrt rum gedacht. 1 zu 1 Million und größer meint eigentlich 1 zu 500.000, 1 zu 250.000 ist aber halt, wenn man das rechnet, 1 durch, dann ergibt sich, dass das eigentlich dann eine größere Zahl wird. Ja, also keinesfalls 1 für sich. Die Höhenlinien kommen nämlich nie alleine, sie kommen eigentlich so als Höhenliniensystem daher. Das ist ein gesamtes System von Höhenlinien, wo man sagt, okay, man hat die einzelne Höhenlinie, dann gibt es Höhenlinien, die verstärkt dargestellt sind, sogenannte Zähllinien, die einem helfen, das abzulesen, die Höhe. Die sind in der Regel immer beschriftet, die anderen müssen nicht beschriftet sein. Dazwischen kann noch die Hilfshöhenlinie kommen, die quasi aushilft, um bestimmte Formen noch darzustellen. Man spricht da von der Halbhöhenlinie und der Viertelhöhenlinie. Kann jetzt unterschiedlich ausgestaltet sein. Was macht jetzt diesen Abstand aus? Der Abstand zwischen den Haupthöhenlinien oder der Höhenlinie an sich bezeichnet man als Äquidistanz. Typisch sind immer so runde Werte, 10, 20, 50 oder 100 Meter. Der genaue Wert ist zum einen abhängig vom Maßstab der Karte, wo man sagt, okay, wie viel Platz habe ich, legt das fest. Zum anderen legt es halt fest durch das Gelände, was ich darstelle, die Landschaft. Das ist zum Beispiel ganz spannend, hier Freiburg wird man später sehen. Ich meine, hier ist es flach, dann geht es hoch in Schwarzwald. Da passieren dann ganz interessante Dinge. Auf einmal ist viel los und einmal ist wenig los. Ja, wenn man in der Fachliteratur blättert, sieht man dann schon, okay, es gibt Empfehlungen dafür, für welchen Maßstab und welche Landschaftsformen halt so die Äquidistanz gewählt werden soll. Kann man einfach verwenden. Man sagt, okay, es wird dann meistens nur spannend, wenn man solche Übergangsgebiete hat. Dann kommen Hilfshöhenlinien ins Spiel. Es bleibt immer beim festen Wert. Ungeklärte Fragestellung ist nach und nach wie vor, wie man das bei Webkarten macht. Ne? Wenn man eine Karte hat, in der man scrollen kann, in der man einfach die Landschaftsform wechseln kann, dann hat man ein Problem. Ja, die Höhenlinien werden natürlich beschriftet. In der Regel die Zähllinien auf jeden Fall, die Haupthöhenlinien, also quasi die
durchgezogen. In weiteren werden zum Teil auch beschriftet, muss nicht. Ist immer die Frage, wie man das macht. Es gibt einen kleinen kulturellen Unterschied, allein schon im deutschsprachigen Raum. Man sagt so, wie beschriftet man Höhenlinien? In Deutschland ist es üblich, quasi sich nach der Neigung zu richten. Also dahin, wo die Höhenlinienzahl, also aus der Richtung, in der sie zu lesen ist, da ist unten. Kann dazu führen, dass die Höhenlinienzahl auf dem Kopf steht. Typisch deutsch, denken, da kann man noch eine Information reinpacken. Die Schweizer sagen, ja, ist doch egal, das kann sich jeder denken, wie das Relief funktioniert, die Zahl soll gut lesbar sein. Wichtig ist aber halt, dass die Zahl gut lesbar ist und dafür wird in der Regel die Höhenlinie unterbrochen. Wie gestaltet man Höhenlinien? Nach dem, worauf sie verlaufen. Ich sagte immer so ganz, eine Karte ist ein Modell, also ist ein bisschen abstrakt dargestellt. Das Standard für eine Höhenlinie, wo man denkt, so auf einem dreckigen braunen Boden, da ist die Höhenlinie braun. Wenn sie über Eis verläuft, sieht man am Beispiel, dann wird sie blau. Genauso wie die Tiefenlinie, also wenn man das Meerestiefe oder die Tiefen eines Sees darstellt, dann wird sie auch blau. Über Fels wird sie dann schwarz oder grau. Das sind so die allgemeinen Richtlinien. Es gibt ein paar so Gestaltungshinweise, wo man sagt, okay, die Haupthöhenlinie, quasi die Höhenlinie, zwischen denen die Äquidistanz gerechnet wird, sollte irgendwie so 0,1 mm Strichbreite sein. Ich kann jetzt keinen Pixelwert sagen, weil je nach Bildschirmauflösung ist das unterschiedlich. Die Hilfshöhenlinie ist dann immer eine gestrichelte Linie, beziehungsweise teilweise dann auch mal eine Strichpunkte, wenn es dann eine Viertellinie gibt. Die Zähllinie ist immer merklich stärker, sodass sie auffällt und beschriftet. Ja. Was ist ansonsten noch zu beachten? Es sollte passen mit dem Gewässernetz. Die Linien sollten geglättet sein. Sie sollen nicht das reale Gelände in allen Details zeigen. Es muss irgendwie vereinfacht werden. Ansonsten ist es nicht mehr lesbar. Teilweise müssen sie ausgedünnt werden, wenn sie zu viele sind. Teilweise müssen sie ergänzt werden, wenn man sagt, es ist ein flaches Gebiet. Und sie sollten halt ergänzt werden mit einer Schimmerung. Versucht man das Ganze jetzt umzusetzen? Naja, dann haben wir heute diverse Höhenmodelle, wo man sagt, okay, ich habe das jetzt mal rausgesucht hier für Freiburg, wo man sieht, okay, schön Kaiserstuhl und dann den Schwarzwald. Ne? Und habe mir mal die üblichen verdächtigen Werkzeuge, die ich jetzt benutze, als vor allen Dingen QGIS und GEDAL, um das zu visualisieren. So, und wenn man das macht, hat man ein Geländemodell, berechnet einfach mal Höhenlinien. So, geht ja noch. Ist das schon eine Karte oder ein annehmbares Höhenlinienbild? Wer ist denn der Meinung? Das können wir so machen. Okay, ne, dann gucken wir mal, wie es besser ist. Ich meine, wenn ich da eine Schummerung dazu nehme, dann wird es doch ein bisschen verständlicher, oder? Da ist es auf einmal klar, okay, da sind nicht nur viele Linien, ich sehe da auf einmal Berge. Also man sollte das halt nach Möglichkeit nie die Höhenlinien so alleine stehen lassen, wenn man die Möglichkeit hat, eine Schummerung noch dazu zu bringen. So, kleines neckisches Detail, was jetzt mit der neuesten QGIS-Version auch geht, man kann die Linien richtig schön freistellen. Während da oben in der Ecke schaut, so mein kleiner Pointer hier, so, wenn man das hier sieht, sieht man ja, okay, Freistellung im GIS war lange Zeit, okay, ich mache da einfach noch so ein was Weißes drumherum, einen weißen Schriftpuffer und dann ist das wie eine Art Freistellung. Das sieht so mäßig gut aus, wenn man da hinschaut auf die Vergrößerung, weil na, die sticht da auf einmal sehr raus, die Zahlen. Wenn man sagt, okay, es geht jetzt auch besser. Wieso fehlt das jetzt hier? Schweinerei. Okay, ich habe es eigentlich nochmal rausgegriffen, aber man kann auch einfach die Höhenlinie unterbrechen, wo man sagt, okay, das ist kein weißer Puffer drum, sondern einfach die Höhenlinien, die braun wird freigestellt, sodass das deutlich sichtbar ist, es wird nicht unterbrochen. Wenn man sich jetzt das anschaut, ich gehe mal vor und zurück, beziehungsweise hier ist es richtig, ich bin eins zu weit gegangen, da der weiße Puffer, wenn man das sieht, okay, die Höhenlinie wird unterbrochen, dann sieht das einfach annehmbarer aus, es sticht nicht so raus, integriert sich mehr ins Kartenbild. Was kann man denn noch machen? Generalisieren. Generalisierung ist kartografisch der Begriff, der jetzt darüber steht von Auswahl. Auswahl ist eine Möglichkeit der Generalisierung, die wir gehört haben. So, das sieht doch ein bisschen aufgeräumter aus so, oder? Ich sage, ich versuche das Geländemodell zu vereinfachen. Ich meine, man kann sich jetzt darüber streiten, wenn ich mal zurückgehe, stecken mehr Details drin, aber wie viele Details sind das jetzt, wenn ich sage, okay,
die braune Linie, die hier umher meandert, das sind 200 Höhenmeter, mal kurz drüber, mal kurz drunter. Ist das jetzt eine wichtige Information, die ich da noch auslesen will, also in dem Maßstab 1 zu 200.000? Nee, also kann ich es eigentlich verwerfen. Wenn ich eine Karte habe, stecken noch wesentlich mehr Informationen drin, also ist eigentlich wichtig, dann noch ein bisschen aufzuräumen. So. Generalisiert. Was fehlt jetzt noch, weil ich das Gelände darstellen will? Okay, ich habe die Höhen dargestellt, also kann ich ja eigentlich noch die Tiefen darstellen. Ne? Habe ich mir OpenStreetMap zur Hilfe genommen und habe da jetzt die Gewässer ergänzt. Sieht zwar jetzt nicht so schön aus an der Seite mit dem Rhein, aber jetzt werden die Täler halt nochmal ein Stück deutlicher. Also, wenn man eigentlich das Relief gut darstellen will, muss man ein paar Dinge zusammennehmen. Man nimmt sich halt die Schummerung, die Höhenlinien und das Gewässernetz, wählt das halt aus, dass es dementsprechend dem Maßstab passt und die Äquidistanz passt. So, es geht ja hier um freie Geodatensoftware und ich will jetzt nicht heimlich in meinem Kämmerlein sagen, wie mache ich das jetzt, sondern ich will es ja mit Ihnen teilen. So, ich habe prinzipiell erstmal auf GEDAL-Tools gesetzt, quasi das bekannte Bibliothek zur Software für die Geodaten, habe damit hier die Höhenlinie und die Schummerung erzeugt. Kann man jetzt via QGIS machen, kann man über die Kommandozeile machen. Die Visualisierung, habe ich jetzt gesagt, mache ich mit QGIS. Da habe ich zum einen die Möglichkeit der Freistellung, nennt sich jetzt Selective Masking, ist jetzt seit QGIS Version 3.12 mit dabei. Kann man sich mal anschauen, wenn man das will. Genau, damit visualisiere ich das. Wie habe ich das jetzt mit den Höhenlinien gemacht, dass ich die generalisiert habe? Es ist jetzt zugegebenermaßen nicht mein Werk, die Idee dahinter, wie das funktioniert. Ich habe mir bloß mal die Mühe gemacht, das zu implementieren, wo ich mir dachte, es wäre doch schön, schönere Karten zu machen, also versuche ich mal einen Beitrag dazu zu leisten, dass da vielleicht schönere Höhenlinien entstehen. Im Folgenden will ich mal ganz kurz erklären, was da jetzt im Hintergrund passiert ist. Wer will, kann sich auch die Implementierung auf GitHub anschauen, kann das nutzen. Gerne, freut mich, auch meckern, wie man es besser macht, besser Python programmiert. Ich bin Kartograf und kein Informatiker und was ich nicht von Feedback bekomme über meine Programmierung, das wird auch nicht besser. Es geht los zum Anfang mit einem Geländemodell, einem digitalen Geländemodell. So. Die Idee dahinter ist, in flachen Bereichen das Geländemodell einfach stärker zu glätten als in den bergigen Bereichen, damit die Linien nicht so weit umher meandern. Okay, also habe ich ein geglättetes Modell. Für die geneigten Regionen, also Mittelgebirge, Hochgebirge und ein stark geglättetes Modell, was ich für die flachen Regionen haben will. Jetzt muss ich mir überlegen, wie komme ich denn jetzt zu flachen Regionen bzw. bergigen Regionen. Da haben die sich überlegt, quasi in der Publikation, sie nutzen den topografischen Positionsindex. Der ersetzt eine Matrix und berechnet quasi für diese Matrix einen Mittelwert und dann die Differenz von der Matrix zum zentralen Pixel. Dementsprechend, wenn jetzt die Höhendifferenzen da größer sind, dann scheint es also eine gewisse Neigung zu geben. Wenn da nicht viel los ist, also wenn der Wert klein ist, dann ist es also eine ebene Region. Wenn man das ein bisschen weiter verarbeitet, kommt man darüber, okay, zu ebenen Regionen, man kommt eher zu geneigten Regionen. Dann kann man jetzt das halt sagen, okay, ich schneide das jetzt zu, beziehungsweise verrechne das miteinander. Es wird eigentlich eher verrechnet in dem Fall über einen Rasterrechner und kann diese beiden Geländemodelle miteinander kombinieren. Und auf Basis dieses, sagen wir mal, verbesserten Geländemodells, man kann es auch sagen, es ist verfälscht, es entspricht weniger dem Gelände, es ist halt jetzt optimiert für die Darstellung, kann man die Höhenlinien berechnen. Im nächsten Schritt kann man dann noch weitergehen, okay, man kann die Länge der Höhenlinien berechnen, man sagt, okay, die sind zu kurz, einfach, dann kann ich die verwerfen, wo ich sage, für den Maßstab, Gott, 1 zu 200.000 brauche ich keine Höhenlinie, die da 200 Meter lang ist. Die kann ich verwerfen, auch wenn das vielleicht eine kleine Kuppe ist. Die ist wahrscheinlich eh nicht mehr sichtbar. Wenn es ein Berg ist, dann kommt wahrscheinlich eh die Einzelsignatur drauf, die die genaue Höhe des Berges zeigt und die ist genauer als jede Höhenlinie. Insofern kann man da eigentlich noch wesentlich Dinge besser machen. Ja, zur Implementierung mittels GEDAL ist eigentlich nicht so viel zu sagen. Der TPI ist standardmäßig bei den DGM-Tools enthalten. Was ganz spannend war, was ich auch gar nicht gedacht hätte, dass es mit GEDAL geht, man kann damit auch Filter anwenden. Da gibt es das VRT. Ich habe das bisher immer genutzt, um einfach so
Rasterkacheln miteinander zu kombinieren und die dann umzuspeichern. Aber mich durch die Doku gewühlt und gesehen, okay, da kann man ja auch Filter reinpacken, kann man selber sich Filter programmieren und die dann einfach anwenden in seinem Arbeitsschritt. Habe ich damit verbaut und funktioniert eigentlich ganz gut. Ich will da eigentlich noch ein bisschen weiter basteln, weil wenn man große Gebiete hat und für die großen Gebiete Höhenlinien berechnen will, muss man eigentlich dann noch kachelweise vorgehen, weil es geht nicht mehr alles auf einmal. Aber das ist dann Zukunftsmusik. Ich will noch ein bisschen was zu tun haben. Genug für heute. Also, kurze Zusammenfassung noch. Wenn man eine Reliefdarstellung macht, mittels Höhenlinien, ja, man sollte sich passende Äquidistanzen einmal für die Landschaft, für die Region überlegen. Es gibt grobe Richtwerte. Man sollte generalisieren, ob man jetzt das Werkzeug nutzt, was ich will, oder den Algorithmus dahinter, ob man sagt, man wählt die Länge aus. Es gibt sicher noch andere Ansätze. Man sollte es kombinieren, die Höhenlinien mit Gewässern, mit der Schummerung, um dann ein annehmbares Bild zu erreichen und ein gut verständliches Bild. Sicher ist es nichts perfekt. Mir ist aufgefallen, zum Beispiel, als ich dann heute Morgen nochmal durch meinen Vortrag gegangen bin, Moment, hier passen die Gewässer ja gar nicht zu den Höhenlinien hundertprozentig. Müsste man auch wieder anpassen. Aber gut, nächstes Thema. Werkzeuge dafür, ob es nun QGIS ist, GEDAL, auch man kann das, den Algorithmus, den ich gezeigt habe, nur mit QGIS umsetzen oder mein Skript benutzen, es hilft. Und es gibt Software dazu frei auf dem Markt. Ansonsten viel Freude beim Visualisieren. Ich mache auch noch einen Workshop zum Thema. Die Leute, die dabei sind, werden sehen, wie es funktioniert. Für die anderen, die können auf den Link klicken und ich stelle dann noch die Materialien da rein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, Matthias, vielen Dank für deinen interessanten Vortrag. Haben wir Fragen? Ja, hallo. Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Ich habe das auch schon probiert, mit SRTM-Daten Höhenlinien und auch Schummerungen zu erzeugen. Und manchmal habe ich das Problem dann, dass man diese Kachelung irgendwie so sieht. Gibt es dafür irgendeine Lösung? Also das sieht dann einfach unschön aus, wenn da so plötzliche Abbrüche sind und man sieht, dass das irgendwie aus den Befliegungskacheln oder wie auch immer dahin gekommen ist. Gut, also prinzipiell ist die Strategie erstmal die Kacheln zusammenzufügen, dann die Visualisierung zu berechnen. Und gegebenenfalls muss man auch das, wenn die Kacheln, also die insgesamt Fläche, für die man es berechnen will, zu groß ist, die dann auch wieder in Kacheln berechnen und die quasi mit Überlappungsgebieten berechnen, damit das so nahtlos aussieht. Also ich weiß jetzt nicht im Detail, was bei Ihnen da der Fall war, aber prinzipiell kann man das machen. Ich füge immer die Kacheln für ein Gebiet erst zusammen und gehe dann weiter in der Visualisierung vor, dass es quasi ähnlich aussieht. Ja, nee, ich meine, innerhalb dieser Kacheln, die man runterlädt, sieht man sozusagen diese kleinere, also die sind ja auch schon wieder aus irgendwas berechnet, im Original, also aus den Rohdaten irgendwie berechnet. Und die Kacheln, die ich runterladen kann, umfassen ja schon mehrere kleinere Befliegungsstreifen oder was weiß ich, was das ist. Ach so, Sie ziehen die erstmal einfach nur ins GIS rein und Sie bekommen nur eine einfache schwarz-weiße Höhendarstellung. Ja, da sieht man das noch nicht, aber wenn man dann daraus Höhenlinien berechnet, also ich zum Beispiel am Harz um den Brocken rum, da gibt es so ein ziemlich unglückliches Zusammentreffen, das sieht immer äußerst bescheiden aus. Also kann ich gerade nicht nachvollziehen. Müsste ich mir selber im Detail mal anschauen. Okay. Weitere Fragen? Vorne bitte. Ja, ich versuch's mal zu erklären. Bitte mit Mikrofon. Ja, ich versuche es mal zu erklären, das ist ein bisschen schwierig. Also wenn ich so Höhenlinie in Cookies erstelle, und die Höhenlinie geht jetzt irgendwo oben am Ende des Geländemodells, das ich da zur Verfügung habe, des Ranges, geht mir hinaus. Dann macht das so Artefakte, die da quer durch das Bild laufen. Also die Höhenlinien enden nicht jetzt oben links, sondern die, und also wenn sagen wir 200 Meter oben links endet und rechts unten 200 Meter wieder erscheint, dann wird das miteinander verbunden und nicht über die Ecken raus. Und das habe ich nicht rausgebracht, wie ich das rausbringe. Und da habe ich haufenweise schräge Striche
eigentlich durch das generierte Teil. Es könnte daran liegen, dass Sie irgendwie unterschiedliche Kartennetzentwürfe benutzen in Ihrem Projekt. Dann kommt es, dass Sie unterschiedliche Kartennetzentwürfe benutzen, beziehungsweise Projektionen. Aber eigentlich berechnet das GEDAL oder welches Tool, was Sie dann nutzen, immer korrekte Höhenlinien. Die gehen dann alle wirklich außenrum. Die sollen außenrum gehen. Sollten. Weitere Fragen? Ganz hinten bitte. Sie haben ja gesprochen von unterschiedlichen Farben, über unterschiedlichen Untergrund, also über Eisflächen oder Gebirge und so weiter. Wie kann man das anhand einer Höhenlinie dann machen? Also kriegt man das sozusagen innerhalb einer Höhenlinie dann dargestellt oder? Ja, wenn man quasi die Information darüber hat, dass die jetzt über einen Gletscher geht, ich meine, nimmt man jetzt von oben sieben, da die Gletscher. Fels ist da auch teilweise als Landcover gemappt und man muss dann halt das miteinander verschneiden. Da kann man dann die Höhen, die Informationen dran bringen, okay, du bist jetzt auf dem Gletscher, du bist jetzt auf Fels und kann die dementsprechend umfärben. Also sozusagen ganz simpel über eine Verschneidung nur. Ja. Alles klar. Weitere Fragen? Ich hätte eventuell noch eine Frage. Gäbe es theoretisch eine Möglichkeit, dass man sozusagen diese berechnete Schummerung mit Höhenlinien als Overlay auf eine völlig andere Karte drauflegt? Also jetzt im konkreten Beispiel könnte man jetzt für OpenStreetMap Karto darauf basierend eine Höhendarstellung dazu entwickeln, die man dann wahlweise ein- oder ausblendet? Also sicher kann man es machen, aber es würde nicht gut aussehen. Oder was meinst du, Christoph? Also weil halt das ist quasi, es würde ja quasi, wenn man es drüber legt, würde es mit den, nicht mit den Gewässern passen und die Beschriftung würde nicht passen. Also vor allem die Beschriftung. Also das ist ja eines der Grundprobleme. Normalerweise zeichnet man die Höhenlinien ja vor, beziehungsweise unterhalb von allem anderen. Aber die Beschriftung, die Priorisierung der Beschriftung ist das Letzte, was man im ganzen Prozess macht. Die Beschriftung der Höhenlinien haben die niedrigste Priorität von allen Beschriftungen möglicherweise in der Karte, weil sie ja, die einzelne Beschriftung braucht man ja nicht. Wenn da irgendeine andere Beschriftung darüber hinweggehen würde, müsste man sie weglassen. Deswegen ist es von der Reihenfolge ein bisschen diffizil möglicherweise. Das andere ist, dass man natürlich überlegen muss, wie man die Darstellung macht. Wenn man also Kacheln berechnet für irgendeinen Kartenstil und dann die hinterher nach der eigentlichen Berechnung mit der Schattierung kombiniert, muss man sich irgendein Verfahren dazu überlegen und das ist nicht trivial. Also im Grunde genommen muss man es bei der Kartengestaltung schon berücksichtigen, damit man ein gutes Ergebnis bekommt. Ja, danke für die Erklärung. Wir hätten noch Zeit für eine Frage. Wenn dem nicht so ist, bitte noch um einen Applaus für unseren Vortragenden.